Die Spannung vor der Niedersachsenwahl steigt. 10 Tage vor der Entscheidung über die Machtverhältnisse in dem Bundesland deutet sich ein Patt zwischen der SPD von Regierungschef Stefan Weil und der oppositionellen CDU an. Nach einer Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag der ARD-Tagesthemen geht der Sinkflug der lange führenden Union weiter. Die CDU mit Spitzenkandidat Bernd Altusmann verliert im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt und kommt auf 34%. Mitte August hatte die Partei noch bei 40% gelegen. Die SPD bleibt nun stabil bei ebenfalls 34%. Für eine Fortführung des bisherigen Regierungsbündnisses aus SPD und Grünen würde es jedoch nicht reichen. Denn Weils grüner Regierungspartner verliert der Umfrage zufolge einen halben Prozentpunkt und liegt bei 8,5%. Die FDP bleibt bei 8%, die AfD legt 2 Prozentpunkte zu und landet ebenfalls bei 8%. Die Linke könnte mit 4,5% den Einzug in den Landtag verfehlen. Die Abstimmung in Niedersachsen am 15. Oktober ist die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl.